Heute will ich nochmal über was reden, das mit Sternzeichen zu tun hat und Kompatibilität in Beziehungen. Und da wollte ich was erklären und nicht jeder wird das verstehen, aber ich habe mir mal von dem Beispiel erzählt, wo ich in Mallorca war und da waren 9 oder 10 Mädels am selben Tisch und ich habe die Sternzeichen geratet und ich habe irgendwie von 9, 8 richtig geratet auf Anhieb. Und das waren die Sonnen, das Sonnenzeichen, was ich da geraten habe. Bei der einen war das ja sogar so, dass ich gesagt habe, sie ist Löwe und sie hat mir gesagt, nein. Und ich habe dann so gegrübelt, habe gesagt, du bist doch Löwe und sie hat gesagt, nein. Und dann habe ich weiter gegrübelt und dann hat sie mir aus Spaß auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ich bin Löwe. Also demnach, ich sag mal, wenn man übersensibel ist, kann man die Sternzeichen spüren. Des Weiteren, es gibt immer 3 Zeichen, die miteinander sehr kompatibel sind. Bei mir ist das zum Beispiel Wasserelement, also Wasser wäre Krebs, Skorpion und Fisch. Ich verstehe mich mit Skorpion und Fischen einfach auf Anhieb. Das merke ich auch, wenn zum Beispiel, dadurch, dass ich ja schon ein paar hundert Massagesessions gemacht habe, wenn zu mir bestimmte Sternzeichen kommen, dann spüre ich da richtig viel und starke Energie. Die Energie kann auch ein bisschen bei Widder liegen, das ist jetzt im Element Feuer. Beim Löwe ist eher so, geht bei mir eher so auf Widerstand, liegt auch direkt neben mir. Ich kann nämlich oft die Oberflächlichkeit des Löwen kann ich nicht haben. Also das sind so die Instagram-Poster und die Sugar Babes. Und dann hast du hier den Schützen. Mit dem geht das auch nicht. Also das sind so, Widder geht für kurze Zeit gut. Dann Waage, das wäre hier bei Libra, ist Luftelement, das geht auch relativ gut. So, ich habe immer so ein bisschen so ein Ding für Zwillinge, aber das Problem ist, dass das nicht funktioniert. Also meine stärkste Anziehung spüre ich immer beim Skorpion oder beim Fisch. Fische sind ja so die Verträumten, während Skorpion mehr so das Feuer im Solarplexus hat. Und da kann man immer gucken, wenn du jetzt zum Beispiel Löwe bist, dann passt du zu Schütze und Widder. Wenn du Taurus, also Stier bist, dann passt du zu Steinbock und Jungfrau. Wassermann passt zu Waage und Zwilling. Und das ist sehr spannend immer, wenn man sich das hier so anschaut. Mit Taurus zum Beispiel werde ich nur kurzzeitig, verstehe ich ihn, aber sonst ist auch nicht wirklich kompatibel. Wassermann witzigerweise, da kommt manchmal was zustande, weil ich am Wassermann mag, dass die relativ draufgängerisch sind. Allerdings hält das natürlich auch, ist für eine Beziehung absolut katastrophal. Beziehung passt immer nur Fisch und Skorpion bei mir, das spüre ich sofort. Nebenbei, ich habe jetzt heute wieder eine Französin gehört im Park und ich habe mir gesagt, ich brauche eine Französin als Freundin. So, ich liebe diese Sprache. Und ja, also das hier ist relativ dann einfach zu verstehen und dann könnt ihr auch mal gucken, welche Sternzeichen in eurem Freundeskreis sind, nicht die Familie, sondern Freundeskreis, und dann schaut mal, mit wem ihr euch da versteht und mit wem nicht und welche Zeichen gar nicht vorkommen in eurem Freundeskreis, und es gibt so ein bisschen so einen Aufschluss daran, wo ihr hintendiert. Ist immer sehr, sehr spannend. Ich weiß noch, an dieser Party, wo ich war, am nächsten Tag kam dann die hübscheste Frau von all den Leuten, es waren so 100 Leute, die an dem Event waren, kam zu mir gerannt. Ich kannte sie überhaupt nicht. Ich meinte, du bist der Sternzeichentyp, du bist der Sternzeichentyp. Und dann hatte ich sie für den Rest der Woche an der Backe. Was wollte ich noch dazu sagen? Genau, und jetzt wollte ich was über Muji sagen. Ich mache noch ein separates Video über Muji, aber das kommt jetzt hier nicht mit rein, weil das ist ein ganz anderes Thema. Jetzt wisst ihr so, worauf ihr gucken könnt. Es gibt natürlich viele andere Aspekte noch, wie Aszendent und andere Planeten und sowas.
Aber das Sonnenzeichen ist schon speziell, wenn man jetzt zum Beispiel, wie in meinem Fall, ich bin im Sonnenzeichen so wie im Aszendent Krebs, dann spielt das natürlich unheimlich große Rolle. Und manchmal, witzigerweise, lerne ich sogar zum Beispiel Krebs Skorpion kennen oder Doppelskorpion, so. Umso mehr man in seiner natürlichen Schwingung ist, umso mehr tendiert man, diese Zeichen an sich ranzuziehen. Ja, das war's.